So, Stift, du weißt, was heute ansteht, oder? Ich nehme 1 Meter Abstand von dir, um deinen Atem nicht zu riechen. Der Chef arbeitet heute mit. Bedeutet für uns also... Dass ich 1 Meter Abstand zu euch beiden nehme? Nein, dass wir heute vernünftig arbeiten müssen, weil wir ständig unter Beobachtung stehen, du kleiner Knirsch. Bedeutet für uns also, Pausenzeiten müssen komplett genau eingehalten werden. Wir müssen alles vernünftig und genau machen. Und wir haben immer Unrecht, weil der Alte hat sowieso immer recht. Ist mir egal, sackalt seid ihr eh beide, also macht's keinen Unterschied. Moin Kollegen, ne? Hallo Chef, moin, moin, ne? Chef. Oh, heute haben wir mal gemeinsam das Vergnügen, nicht? Das ist doch fantastisch. Was für ein Vergnügen denn? Wir arbeiten heute alle zusammen, das ist doch ein Vergnügen, oder nicht? Unter fantastisch stelle ich mir eigentlich frei zu haben vor und nicht euren Körpergeruch ertragen zu müssen, der in etwa so ist, wie ich mir Smogmogs Mundgeruch vorstelle. Also, ich freue mich auf den Tag, Chef. Wir machen heute ganz locker, flockig und ganz entspannt die 11 Stunden Arbeit weg, da kriegen wir hin. 11 Stunden? Keine Sorge, Kollege. Wir machen auch 20 Minuten Pause, Mensch. Aber erstmal müssen wir ein bisschen was schaffen hier, ne? Ja, okay. Was steht denn an heute? Naja, wir machen da weiter, wo ihr gestern aufgehört habt, ne? Ah, ja. Wo wir gestern aufgehört haben, ja. Das ist eine gute Idee, ja. Also, was stand denn gestern an bei euch? Oh, übrigens, ich habe ja mein Arbeitstelefon gestern ein bisschen gepimpt, ne? Ach, tatsächlich, ja? Ja, das ist von Rhino-Shield. Ich hatte doch immer so ein paar Probleme, dass ne? Sie nicht weiter denken können, als vom Doch bis zur Kerze löst, aber nicht das Handy, ne? Nein, ich hatte auch immer ein bisschen Probleme, um mein Telefon festzuhalten, ne? Guck mal hier. Ganz einfach jetzt. Schön. Und was ist das? Das ist das neue Grip-Produkt. Damit kannst du dein Telefon besser festhalten. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie sowas bei ihren Klopfoten gebrauchen Stift, können. Stift, ich bin zwar optisch wie ein Ochse, aber ungeschickt wie ein junges Reh. Übrigens, der Teil ist aus recyceltem Kunststoff, ne? Reh ist aus recyceltem Kunststoff? Mensch, Stift, du wieder. Wir haben auch gerade eine Black Friday-Aktion, ne? Vom 17. bis zum 29.11. könnt ihr euren Lohn auf den Kopf knallen, ne? Ich bin noch in der Ausbildung, da ist nichts mit auf den Kopf knallen. Guck mal hier, Stift, was es da für schöne Dinge gibt, da gibt's verschiedene Designs, wie zum Beispiel Disney, Naruto, ich habe keine Ahnung, was das ist, NASA und noch vieles mehr. Wir haben gerade auch bis zu 60% Rabatt. Und mit dem Code Stift sparst du nochmal 10% Rabatt. Das ist doch fantastisch. Naja, ich guck mal. Ja, guck nachher in die Videobeschreibung, aber erstmal wird gearbeitet, ihr Herrschaften. Ich kenne die Dinge auch aus den Videos, die kann man auch einfach werfen und dann passiert nichts, oder? Die Hülle hatte ich eigentlich noch nicht drauf gemacht, das wollte ich gerade machen. Ach so, das ist natürlich schlecht. Da zieh ich dir vom Lohn ab, Kollege Schnüschuh, so. Ach ja, was stand denn du gestern an hier, was habt ihr denn gemacht? Gestern haben wir angefangen, diese Dinger da in der Halle zu machen. Und danach haben wir weitergemacht mit anderen wichtigen Dingen, ja. Genau, ja, also wir haben echt viel zu tun. Es ist immer schwer zu sagen, wo wir aufgehört haben. Also halten wir fest, dass ihr immer sehr beschäftigt seid. Zu beschäftigt für das Geld, was wir hier verdienen, würde ich sagen. Ja, das ist schon ganz schön viel, muss ich sagen. Ich bin schon guter Chef. Ach so, ja, also jetzt fällt mir das ein. Wir haben diese Winkel gebaut. Ja, dann lass uns doch da weitermachen, oder was? Lohnt das überhaupt noch? Weil wieso? Das ist doch gerade mal 10 nach 7. Ich meine, generell ist ja auch schon Donnerstag, ne? Da lohnt das ja auch nicht mehr, jetzt anzufangen. Wir haben hier schon alles wirklich gut unter Kontrolle. Also, sie brauchen wirklich nicht mithelfen. Doch, 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 wir kriegen das schon gemeinsam heute hin, Kollegen. Ja, gut. So, nun los, wir müssen was schaffen. So, Herrschaften, wo sind denn nun die Winkel hier? Hm? Die Winkel, wo sind die? Hm? Lehrling, wo sind die Winkel? Welche Winkel meinen Sie denn? Na, die Winkel, mit denen ich gestern aufgehört habe. Ach so, wir waren noch bei dir zu Hause und haben dein Vordach gemacht. Das ist ja interessant, da war die ja schön fleißig, ne? So, ist jetzt endlich Frühstück, oder was? Ah, ja, wo wir gestern aufgehört haben, ja.